So, wir haben uns ja viel vorgenommen, aber immer wieder schön auf die Karte gucken, ob da irgendwas Neues aufgetaucht ist an Basen. Das da und das da sollten wir eigentlich wegmachen, bevor da irgendwie noch mehr kommt. Aber ja, Prioritäten. Prioritäten wäre momentan gerade grüne Science Packs, wie ich sehe. Dafür fehlen uns bestimmt wieder Fließbänder und Dingensbummens, ne? Ja, Fließbänder. 572. Hoffentlich auch so viele Arme. 100. Warum zum Geier ist hier immer weniger an Greifarmen wie da, wenn ich doch gleichmäßig viele rein tue? Tue ich, oder? Keine Ahnung. Du, das war die falsche Kiste. Du da rein. Ich hätte gerne alle Eisenplatten. Alle Eisenplatten. Alle. Ich überlege gerade, wir brauchen ziemlich häufig Zahnräder. Warum tust du die nicht da rein? Achso, tust du. Also ich habe kurzfristig überlegt, das Fließband oder... Ah, okay, so machen wir das. So, so. So, und du nimmst bitte nur Eisenplatten daraus. Das heißt, nur die Eisenplatten, die wirklich an den ganzen hier vorbeikommen, was nicht viele sind, um nicht zu sagen, gar keine. Mist. Du bist zu schnell, Junge. Okay, das können wir ändern. Wir machen dich einfach langsamer. Falsch rum. So. Das heißt, nur die, die an dem da vorbeikommen, werden von dem raufgepackt und die werden dann hier raufgelegt. Also so der absolute Überschuss wird denn da abgeladen. Gut. 0. Warum plus 0? Achso, weil mein Inventar voll ist. Bam, Kiste voll. 199, okay. Und ja, ich weiß, einige von euch sind frustriert, weil ich das alles so von Hand noch mache. Aber ich habe das schon anders gemacht. Ich habe das auch alles voll automatisiert und verknüpft und so weiter gemacht, aber es gefiel mir einfach nicht, weil dann die Roboter kamen, die alles umreißen musste. So haben wir zwar Leerlauf zwischendurch, aber wenigstens kann ich mir aussuchen, wann was hergestellt wird. Und das ist mir irgendwie wichtig. Weiß auch nicht. So, wir hätten gerne nicht alle. Sind bald voll. Das ist so krass. Aber gut. 200 Platten. 200 Zahnräder. Müssten eigentlich 200 Arme dann werden. Eigentlich. Eigentlich ist immer so doof. Das geht hier nicht auf, weil zu viel Eisen reinkommt. Das ist auch irre viel Eisen. 109. Ja, den schmeiße ich mal nach, ne? Nochmal 200. Warum? Oh, ich habe die Circuit Boards vergessen. Do. Also werden die Circuit Board keinen Platz mehr haben? Doch, haben sie. Okay. Ihr Rast ist also außen rum. Währenddessen kommen da nochmal 200 Platten rein. Da nochmal 200 dahin. Und es ist schön, dass ich das System hier idiotensicher gemacht habe. Ja, denn irgendwie ist der Giro in der Gegenwart gerade ein Idiot gewesen. Ich weiß auch nicht, wie sowas vorkommt. Du. Ha, hier war ein Problem. Zack. Über Kupferdraht. Warum? Bäh. Geh mal weg, Splitter. So. Irgendwas ist ja mega faul. Also eine Eisenplatte und 100, 99, 116. Da ist jetzt ein Problem und die läuft falsch rum. Gut, und es waren eigentlich drei Draht und ja. Wird sie also nicht aufgehen, aber hoffentlich kommt wenigstens etwas rein. Gut, 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 gut. 102 Inserter. Können wir wenigstens etwas herstellen? Also. 100 davon, 100 davon, nochmal 100 davon, nochmal 100 davon. Sind 200
grüne Science Packs, die jetzt produziert werden und langsam hier runterrödeln. Um dann da reinzukommen und da reinzukommen und hier nicht draufgesetzt zu werden, weil kein Platz mehr da ist. Wie hatten wir das hier gelöst? Ja, da sind nämlich grüne Tränke drin und die werden nicht rausgeholt. Wir können das mit einem Splitter hinbekommen. Gib mal bitte ein Splitter. Wo ist der Splitter? Gib mir bitte Splitter. Zisch, es wurde hergestellt. Wo bist du? Zisch, es wurde nochmal hergestellt. Was? Ah, da. Wir hatten ein paar davon, okay. Also, wir hätten gerne ein Splitter. Ich muss von innen rankommen. Ah, okay, bessere Idee. Das ist eine super Idee, hm? Wir machen das hier schon. Gehst du da lang? So. Gehst du runter? Gehst da raus? Gehst darauf. So. Ah ja, später, das müssen wir unbedingt noch verbessern, das ganze System hier. Das ist doof wie sonst was. So, da sind die Chips fertig. Hier sind ganz viele Eisenplatten und Dingens. Da fehlen nämlich die Chips. So. Ärmchen werden hergestellt. Grüne Science Packs werden hergestellt. Ganz viele Schrauben wurden hergestellt. 698 Schrauben wurden hergestellt. Ja, an den Dingern hapert es nicht, ne? Na gut, wir haben jetzt 440, das heißt 200. Nochmal 400. Nochmal 400. Und jetzt fehlen nur noch die Circuit Boards. Dafür brauchen wir Kupferdraht. Da haben wir ein bisschen was. So, und jetzt denke dran, Gerugon, 3 Kupferdraht. Also, 200 Platten, 200 Kupferdraht, 200 Kupferdraht, 200 Kupferdraht. Geht sich das jetzt auf? Wozu bist du? Du bist für den Greifarm, okay. Nein, 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 aus. Du bist da falsch. Ich verstehe den Gerugon der Vergangenheit manchmal echt nicht. So geht's doch auch. Super, oder? Haben wir hier ein Problem? Ja, wir haben hier ein Problem. Njam, 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 njam. So. Weil wir haben jetzt Kupferdraht uns auf dem äußeren Dingens und die wissen vielleicht hier unten nicht, was sie damit anfangen sollen. Und das wäre dann doof. Also so ist das eine auf der inneren, das andere auf der äußeren. Und es staut sich jetzt trotzdem, aber das ist okay. Wollen wir den Kupferdraht vielleicht komplett auf der äußeren laufen lassen? Weiß ich nicht. Erstmal rase ich mit meinen paar Chips, die ich jetzt hier gewonnen habe, nach unten. Und es ist fertig. Sehr schön. Speed-Modul ist erforscht. Können wir also gleich bauen. Als nächstes... Eine schnellere Fabrik, damit ich noch mehr Mist bauen kann? Nee. Storage Tank brauchen wir nicht wirklich. Laser Turret Shooting Speed. Das klingt recht praktisch. Bessere Rüstung klingt aber auch sehr praktisch. Basic Modular Armor. Modular Armor, das ist die, die ein Inventar hat. Und in dieses Inventar kann man diverse Sachen reinlegen. Wie ein Schutzfeld, eine automatische Schutzvorrichtung, was Kampfroboter angeht. Batterien, ein Exoskelett, um schneller zu laufen und. Ist also schon eine sehr schicke Sache. Flammenwerfer, aber ich glaube, es braucht 75 hellblaue. Das wäre nämlich jetzt die bessere Ölverarbeitung. Dass dann nicht mehr so viel schweres Öl, leichtes Öl rauskommt, sondern mehr Gas. Das wäre schon echt praktisch. Explosives, ganz schnelle Förderbänder, Solarzellen.
Oh, Auto. Ich will ein Auto. So. Hier müssen die Chips drauf. Chips werden eingesackt. Dinge werden außen hingebracht. Ein paar haben wir wieder, okay. Wie schaut es mit den Grünen aus? Ja, überall am Rödeln, sehr gut. Britzel, Britzel, Britzel. Ja, ist alles noch beladen. 100 Stück da rein, 100 Stück da rein. Das ist das Einzige, was momentan Probleme verursacht, ist die Geschwindigkeit der Fabriken. Die kommen nicht hinterher. Aber das ist völlig in Ordnung. Die Taktfrequenz hier ist völlig ausreichend. Können wir manuell noch irgendwas bauen? Wir könnten 5 Speed-Module bauen. Die brauchen mal eben tierisch viele Chips. Ja, gut. Könnte ich jetzt einfach hier abgreifen, aber das will ich gar nicht. Ich will die trotzdem herstellen lassen. Wir brauchen die Chips nämlich für hier unten. Genau für hier. Immer da reinschmeißen. Auf dass wir immer mehr Ärmchen bekommen. Und bald keine hiervon mehr haben. Wobei das recht unwahrscheinlich ist. Also Ärmchen 50 rein, Fließbänder 50 rein. Alles gut. Stahl. Tut dahin. Warum hatte ich hier eine Holzkiste? Hatte das irgendeinen tieferen Sinn? Weiß ich gerade gar nicht. Gucken mal, was hier noch alles so rumliegt. Kommt mal mit und ihr kommt mal alle mit und ihr kommt mal alle mit und dann machen wir ein bisschen Stahl. Ach so, ja, vielleicht die Holzkiste voll machen und dann die Kiste voll machen? Ein Dreiviertel rein, ein Dreiviertel rein, ja. Oh, und wir können jetzt Autos erforschen und Electric Engines. Wir können eine Engine Unit bauen. Engine Unit ist eine Ressource, die man braucht für unter anderem Autos, aber auch für die Roboter später. Also, ne? Richtige Richtung. Ich gucke mal, ob die Flugroboter schon irgendwo sehen kann. Da sind sie. Logistikrobots. Braucht noch eine Menge Zeug. Ja. Zuerst mal vor allem das da. Logistikrobots? Nein. Construction Robots braucht Fliegen und Robotics. Brauchen wir für Fliegen? Electric Engine. Für Electric Engine brauchen wir nicht viel, das können wir kurz machen. Obwohl ich erstmal das Auto haben will. Jetzt, wo das gerade in der Forschung von Rot und Grün so gut läuft, hätte ich echt gern die rot-grünen Sachen alle durcherforscht. Genau, also hier wird Stahl produziert. Können wir schon ein bisschen was abgreifen, damit wir was herstellen können. Nicht mich wegschieben. Ich hätte gern 600 Zahnräder. Hätte gern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 Eisenplatten. Und was? Was? Überschuss? Überschuss? Au. Oh. Das ist eingetreten, was ich dachte. Genau, Kupfer rauf, Kupfer rauf. Kein Platz, kein Platz, kein Platz, kein Platz. Jetzt Kupfer rauf. Okay, jetzt geht's wieder. So, 20 grüne Chips ist. Und es ist übrigens immer noch unten hierbei, den einen Auftrag abzuarbeiten. Für die 5 Chips. Ich weiß übrigens noch nicht genau, wo ich die reinpacken will. Aber wie ihr sehen könnt, hier ist wirklich ein Problem. Wir brauchen andauernd wieder grüne Chips. Das heißt wahrscheinlich hier. Ja. Das wird nach und nach verarbeitet, okay. Ich stelle mal ein bisschen Kupferdraht her. Zehn. Und zehn. Hier haben wir noch gar nichts beschleunigt. Das ist ein wenig komisch, aber wir hatten halt immer so einen riesigen Überschuss an Kupferdraht, deswegen habe ich noch nicht wirklich einen Kopf gemacht. Wie schaut es hier aus? Ein paar Batterien sind da. Brennstoffzellen sind da. Apropos Brennstoffzellen. Wie schaut unsere Versorgung aus wegen Strom? Ah, genau rechtzeitig angekommen.
Da hinten kommt nämlich gar nichts an davon. Was sehr komisch ist. Aber na gut. Ich sollte vielleicht einen schnelleren Arm hier benutzen. Und keine Kohle verfeuern. Schneller Arm. Müssen wir jetzt warten, bis es da durch ist? Ach nö. Komm schon, zeig mir einen schnelleren Arm. Inserter. Wir nehmen jetzt einfach einen Smart Inserter. Bumm. Und sagen dem, nimm bitte nur Brennstoffzellen. So. Jetzt wird es auf jeden Fall bis hinten durchgefüllt und dann ist gut. Genau. Schnapp, schnapp, schnapp. Schnapp. Schnie, schna, schnappi. Schnappi, schnappi, schnapp. So. Aussortierkiste. Haben wir was zum Aussortieren? Wir haben 6 Steam Engines im Inventar. Nö, wir haben nichts zum Aussortieren. Und die Dinger sind leer. Weil wir nicht genug Hitze hatten für genug Produktion. Jetzt, wo ihr alle wieder voll am Rödeln seid hier, haben wir jetzt einen Überschuss?